Mein Name ist Christine Buchholz, ich bin 1971 in Hamburg geboren. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Ich verbringe gern meine Freizeit mit meiner Familie und ich laufe auch gern. Seit 2009 bin ich Mitglied des Deutschen Bundestages für die Hessische Linke. Von Anfang an bin ich Mitglied des Verteidigungsausschusses und habe auch 2010 und 2011 im Untersuchungsausschuss zu Kundus mitgearbeitet. Ich bin zudem stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und ich bin religionspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Das Desaster in Afghanistan hat gezeigt, Demokratie lässt sich nicht herbeibomben. Es ist auch gar nicht das, worum es tatsächlich geht. Es geht nicht um Frauenrechte, es geht nicht um Demokratie, es geht nicht um Frieden. In Afghanistan, Irak und auch Mali geht es letztendlich um wirtschaftliche und geopolitische Interessen. Deswegen hat die Linke diese Einsätze auch immer ganz klar abgelehnt. Für uns steht fest, ein Verbot von Rüstungsexporten, ein Abzug der Bundeswehr aus den Auslandseinsätzen und Schritte der Abrüstung sind das Gebot der Stunde. Wir wissen nicht erst seit Halle und Hanau, dass Rassismus tötet. Und seitdem die AfD hier in den Bundestag eingezogen ist, ist die rechte Hetze noch mal salonfähiger geworden. Und deswegen haben wir als Linke hier im Bundestag immer klar gemacht, wir stehen ein für die Rechte von Minderheiten, wir stehen ein für die Rechte von Geflüchteten und wir lassen es nicht zu, dass rechte Hetze hier in der Gesellschaft Raum greift. Und deswegen setze ich mich auch außerparlamentarisch gegen Rassismus ein. Ich habe das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus mitgegründet und finde es wichtig, aufzustehen gegen Rassismus auf der Straße und im Parlament und deutlich zu machen, dass Faschismus keine Meinung, sondern ein Verbrechen ist. Menschen vor Profite, das ist der Slogan, unter dem wir hier in Hessen für die Linke Wahlkampf machen. Wir möchten, dass die Interessen der Menschen und nicht die Interessen der Konzerne im Zentrum der Politik stehen. Deshalb kämpfen wir gegen Rassismus, gegen Krieg und für soziale Gerechtigkeit für alle Menschen.